meiner Bude, da herrscht Leichengestank. Ich wollte mich aufhängen, doch das Seil war zu lang. Ich bin körperlich ein Wrack. Das liegt an jahrelanger Falschdosierung all der Medikamente von meinem Arzt. Blut, Schnaps und Porns. Und ich denke, auch mein Arzt hat mittlerweile seine Zulassung verloren. Ich hab's versucht mit einer Überdose Schlaftabletten. Nur hat der Konsum von Speed mir meinen Arsch gerettet. Wollte mich erschießen, ich hab entschlossen den Bolzen gespannt. Abgedrückt, am nächsten Tag dann neu angefangen. Die Pulsader dann durchtrennt, die Halsschlagader auch. Und vor Verzweiflung nähte ich mir noch die Beine an den Bauch. Ich wollte ertrinken, hab mir selbst die Füße einbetoniert. Nur war der noch zu leicht, um zu sinken. Verdammt, ich krieg mich einfach nicht in den Sarg. Ich wollte gehen, doch bin immer noch da, immer noch da. Wenn das ein Traum ist, bitte weck mich auf. Warum färbt sich denn mein Körper nicht blau? Und das Herz bleibt stehen. Wenn das ein Traum ist, muss das Schlafen aufhören. Denn der Zeitpunkt ist perfekt zu gehen. Wenn das ein Traum ist, bitte weck mich auf. Warum färbt sich denn mein Körper nicht blau? Und das Herz bleibt stehen. Wenn das ein Traum ist, muss das Schlafen aufhören. Denn der Zeitpunkt ist perfekt zu gehen. Meine Therapie liegt fast perfekt. Ich brauch dein Weed nicht mehr. Gib mir dein Koks und ein Batzen Crack. Denn ich wollte neu starten wie in so einem Videospiel. Doch wurde eingeliefert mit einer Überdosis Lidocain. Hab all die Trauer in mir aufgesaugt. Mein Wohnzimmerboden färbt sich in einem tiefen Rot. Meine Augen auch. Luke, das wird schon werden. That's right, man. Denn heute ist ein guter Tag zum Sterben. Und ich hab auch versucht mit Anlauf von einem Dach zu springen. Doch ein Auto hat mein Aufprall abgedämmt. Es ist kalt. Doch, die Kälte tut gut, denn ich hab nicht lang genug gebrannt beim letzten Selbstmordversuch. Ich ließ mich überrollen von dem Bus. Sie gaben mir Morphium dagegen. Ich gab mir einen goldenen Schuss. War ein krasser Trip, intensiv. Aber gebracht hat's nix. Ich bin noch immer hier. Ja. Wenn das ein Traum ist, bitte weck mich auf. Warum färbt sich denn mein Körper nicht blau? Und das Herz bleibt stehen. Wenn das ein Traum ist, muss das Schlafen aufhören. Denn der Zeitpunkt ist perfekt zu gehen. Wenn das ein Traum ist, bitte weck mich auf. Warum färbt sich denn mein Körper nicht blau? Und das Herz bleibt stehen. Wenn das ein Traum ist, muss das Schlafen aufhören. Denn der Zeitpunkt ist perfekt zu gehen. Ich hab die Wanne mit Kerzen verziert und bis zum Rand mit Eis gefüllt, damit ich den Schmerz nicht mehr spür. Und die Kälte meinen Körper betäubt. Die Schnitte tun kaum weh. Fühlt sich an, als wär's jetzt so weit. Zu Beginn waren wir viele, teilten denselben Hass, dasselbe Verlangen, diese Welt zu verlassen. Jetzt sind wir die Hinterbliebenen, die beiden Letzten, die noch übrig sind, bis das Wasser endlich wir drüber wird. Wir haben prophezeit, dass die Sonne verglüht und der Mond auf die Erde fällt. Am Ende bleibt gar keiner von uns übrig. Meine Anhänger waren überzeugt, folgten mir blind. Das ist der Grund, warum sie heute nicht mehr unter uns sind. Und so versuche ich seit geraumer Zeit, ihnen endlich nachzukommen. Mein Leben ist ein gottverdammter Nahtod-Comic. Von den Versuchen hat noch keiner gewirkt. Naja, was soll's? Dann bleib halt hier.